Sulfi. Und hast du Erfolg? Ich hätte Glück und konnte 3 fangen. Ja, ist toll. Hier. Nimm. Nimm und werd glücklich damit. Ich habe die 4 Hörnchen schnell untersucht. Sie sind alle unverletzt. Jetzt kommen sie erst einmal in Quarantäne. Und dann müssen wir sehen, ob wir sich hier überhaupt ansiedeln können. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Glück haben wir die Sache schnell erledigen können. Ohne deine Hilfe hätte ich wohl noch mehr Zeit verloren. Und wer bestellt eigentlich Marmormäuse? Na, wer wohl diejenigen, die schon seit eh und je bestimmen, was hier unten eingelagert wird und was nicht? Der Rat der Philosophen. Diese Nager zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr genügsam sind und sich gleichzeitig sehr schnell vermehren. Dafür wurden sie hierher gebracht. Für welchen Forschungszweck sie dienen soll, weiß ich allerdings auch nicht. Weißt du, dass diese 4 hier so schnell auf keine Speisetafel landen? Ah, hier bist du also. Und das muss der Klauber sein, der die Murmelhörnchen vermisst. Ich wusste gar nicht, dass du Freunde mitgebracht hast. Und ihr seht alle nicht gerade so aus, als würdet ihr hier unten arbeiten. Was macht ihr hier? Du hast eine gute Auffassungsgabe. Ich bin Kire... Kühle, Baldesion von Baldesions Gelehrten und ich kann nicht mehr lesen. Sie sind mein Unterstützer. Wir versuchen, die Maßnahmen des Rates der Philosophen nachzuvollziehen. Wir fragen uns, was sie mit diesen ausführlichen Lagerarbeiten bezwecken. Ich verstehe. Wenn ihr herausfinden möchtet, seid ihr hier unten wahrscheinlich richtig. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr Antworten auf eure Fragen findet. Ich muss mich jetzt aber verabschieden. Der nächste Auftrag wartet. Die Liste mit Tieren, die entweder ins Lager geschafft werden sollen oder aus selbigen entfernt werden müssen, ist lang. Hat er irgendwas Interessantes erwähnt? Ja, das und dies und jenes. Es ist also tatsächlich wahr. Der Rat der Philosophen hat diesen Arbeit veranlasst. Aber selbst die Klauber wissen nicht, zu welchem Zweck sie all die Aufträge verrichten. Das passt auch zu dem, was ich in Erfahrung bringen konnte. Bei meiner Befragung konnte ich herausfinden, wann diese Arbeiten ungefähr begonnen haben. Angeblich wurde etwa 4 Tage nach der Verlautbarung der Tiloforoi alle Klauber seitens der Gilde zusammengerufen. Die Klauber reisen Tag und Nacht durch die ganze Welt und sind die Augen und Ohren Schalayans. Der Zeitpunkt ist da kein Zufall. Allerdings kamen diese umfangreichen Lagerarbeiter offenbar für die meisten Klauber auf unvorhergesehen. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise kann man erwarten, dass so eine umfangreiche Operation vorher angekündigt wird. Nichtsdestotrotz scheint alles von langer Hand geplant zu sein. Sonst hätte man nicht so schnell so viele detaillierte Inventarlisten vorhalten können. Alles deutet also darauf hin, dass die Tiloforoi und ihr angekündigter Weltenuntergang der Auslöser waren. Ja, wir haben zwar keine Beweise, aber alle Indizien deuten in diese Richtung. Ich schlage vor, wir sehen uns noch weiter im Labyrinthus um. Bislang waren unsere Nachforschungen recht fruchtbar. Es ist nicht auszuschließen, dass wir noch mehr in Erfahrung bringen können. Dann sollten wir uns vielleicht zum Archeon begeben, das auf einer tieferen Ebene liegt. Was hat Kriele denn? Kriele, was ist? Keine Sorge, mir ist seit der Fahrt mit dem Fahrstuhl etwas schwummrig, das ist alles. Aber es geht schon wieder, wirklich, gehen wir los. Überlass die Führung ruhig mir, Kriele. Ich erinnere mich noch an den Weg zum Archeon, wie auch immer. Wir müssen uns Richtung Osten orientieren. Es ist ganz in der Nähe des kleinen Waldes.
wo du diesen Nager für den Klauber gesucht hast. Achte auf die Umgebung. Hier tummelt es nur so von Raubtieren. Hoch die Hände, Wochenende. Hallo, Iron! Hier einen wunderschönen Freitag. Ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es geht dir gut. Wari! Oh, wir sind gleich schnell. Wie wir einfach nebeneinander herreiten. Überhaupt nicht creepy. Wobei mein Drache lahmt langsam. Als Info, ich hasse Menschen generell. Dito. Dito. Kann ich mir nur anschließen. Das ist das Archeon, von dem aus das gesamte Labyrinthos verwaltet wird. Das ist der Zugang zum eigentlichen Lager. Es ist mit einer ganzen Reihe von gewaltigen Lagerstätten verbunden, die aus dem Gestein der Magmakammer geschlagen wurde. Dort werden zahllose Forschungsobjekte, Rohstoffe, Materialien und alles Erdenkliche eingelagert, katalogisiert, das die Klauber und Forscher über Jahrzehnte und Jahrhunderte angesammelt haben. Hier ist die gesamte Geschichte des gesamten Schaffenswerk Shadayans gelagert. Es ist sozusagen das Herz unserer Nation. Und Quest abschließen. Zur Weihnachtszeit reicht das als Info oder braucht ihr Namen, Adressen und Bilder? Also, mit Namen, Adressen und so wäre schon nicht schlecht, weil dann ne, kann man sich direkt beschweren gehen bei den Leuten. Dafür, dass sie unmöglich waren. Es bringt wahrscheinlich nichts, aber es wäre eine Option. Oh Gott, die Kopfbedeckung. Ich will gar keine gucken, ich will nicht wissen, wie die Kopfbedeckung aussieht. Schauen wir uns doch mal im Archeon um. Im Eingangsbereich sollte sich eine Rezeption befinden. Ich hätte aber gern lieber das, ne? Den Ätheriten einmal kurz. Dafür leben die nicht lang genug. Zeit läuft gegen die Alten. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Feldhändler. Interessiert mich aber nicht, der Feldhändler. So, Teilwerk zum Gruße. Wir sind gekommen, um uns im Archeon umzusehen. Wäre das möglich? Ich muss jetzt einmal ganz kurz die Aktivitätenliste aber wieder aufpacken. Okay. Aber meine neuen coolen Handschuhe sind angekommen und ich freue mich mega. Sehr geil, das freut mich für dich. Dann viel Spaß damit auf jeden Fall. Ihr gehört nicht zu den Mitarbeitern des Lagers. Und wie Klauber seht ihr auch nicht aus. Darf man fragen, welche Organisation ihr angehört? Ich und meine Begleiter hier gehören zu Baldesions Gelehrten. Meines Wissens sind die Einrichtungen des Labyrinthons noch immer für die Öffentlichkeit zugänglich. Oder hat sich daran etwas geändert? Nun, normalerweise trifft das zu. Allerdings führen wir momentan eine große Inventur durch. Unbefugte haben da keinen Zutritt zu den Lagerstätten des Archeons. Da kann man nichts machen. So frustrierend es auch ist, wir müssen uns wohl woanders umschauen. Eine Frage noch. Hier soll es einen Fahrstuhl geben, der zur mittleren Ebene des Labyrinthons führt. Dürften wir den benutzen? War klar. Ich bedauere, aber der Fahrstuhl ist momentan ausschließlich für den Warentransport reserviert. Da kommen wir ja nirgendwo hin. Eine Unannehmlichkeit, die sich momentan nicht vermeiden lässt. Es steht euch jedoch frei, nach der großen Inventur noch einmal wieder zurückzukehren.
Eine reine Zeitverschwendung war das. So ein Ärger. Dabei waren wir so nah dran, endlich etwas Handfestes herauszufinden. Ziehen wir uns vor uns zurück. Überlegen in Ruhe, wie wir als nächstes vorgehen. Freund von mir, auch auf Shiva, hat jetzt immer noch Error 2002. Oh, scheiße. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich drin bin und seitdem auch nicht rausgeflogen bin. Ich klopfe da echt auf Holz. Aha, bei Daisy uns Gelehrte also. Das gibt doch Ärger. Ich hätte irgendwas anderes gesagt, wenn ich das... Gibt doch Ärger. Nein, das ist mein Blub. Was machen wir jetzt? Ich sehe momentan leider keinen anderen Weg, dem Rat auf die Schwäche zu kommen. Aber aufgeben möchte ich auch nicht. Das Archäon ist auf jeden Fall vor, ist keine Option mehr. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg nach unten suchen, wenn es denn einen geben sollte. Die einzigen, die noch eine Alternative kennen könnten, sind diejenigen, die an diese Lager über Tu beteiligt sind. Oder aber einer der Klauber nimmt uns mit da unten. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und fragen einfach nach. Vielleicht gibt es ja jemanden, der eine helfende Hand gebrauchen kann. Gerade bin ich froh, dass wir erst mit Tancred mitgegangen sind, weil das hier zieht sich ja nun wirklich. Wobei die Gegend schön ist. Das macht erträglicher. Die Gegend ist echt wunderschön. Ich würde hier irgendwo auch gerne mal... Ja gut, ist ja hell. Was das für ein Viech war. Die Kiste hat sich bewegt. Hallo, rotes Rache, da muss ich hin. Das ist dann kein Spanner. Bisher ja. Bisher ja. Finde ich zumindest. Mich interessieren halt diese ganzen verdeckten Ermittlungen immer nicht. Aber die Storyline mit Tancred fand ich interessanter. Bisher. Wie gesagt. Da komme ich rüber. Bärtchen. Nee. Hi. War ein Versuch wert. Ich will mir gleich nach dem Geschirrspüler mal anschauen. Mach das! Also wie gesagt, ich finde die... den Teil echt cool. Ach da! Trotzdem nach unten musst. Die Musik hat mir ein bisschen Angst. Ja, das überspringe ich gerade absichtlich. Rahmen ins Visier, in dem nur da kann man nicht viel hören, sonst. Oh, das Ding wieder. Großer oder? Okay, den richtigen Vogel. Ein Wundervogel. Mit Schnabel.
glaube, den grünen Vogel mit dem quakenden Ruf. Das ist ein Uhu. War es richtig? Ja, es war richtig. Respekt. Du hast offensichtlich Talent. Warte einen Moment, ich versorge noch schnell unseren Freund hier. Ah, hier bist du. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Du hast also diesem Klauber von vorhin dabei geholfen, einen Hornraben zu fangen? Ich verstehe ja, dass Lebewesen aus der Außenwelt ins Labyrinthus geschafft werden. Aber wo liegt der Sinn darin, Tiere zu fangen, die ohnehin schon hier leben? Das ist keineswegs ungewöhnlich. Es kommt durchaus vor, dass wir Tiere und Pflanzen nach ihrer Erforschung wieder auswildern, wenn sie in dieser Umgebung schwer zu halten sind. Aber wir können sie nicht einfach so in die Freiheit entlassen. Es ist die Aufgabe der Klauber, diese Kreaturen in ihren gewohnten Lebensraum zu überführen. In diesem Fall liegt die Sache allerdings etwas anders. Wir siedeln die Hornraben in die Tiefe um. Zu den unteren Ebenen des Labyrinthos haben nur ausgewählte Forscher Zutritt, die vom Rat der Philosophen bestimmt wurden. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden dort unten Wissen und Technologien aufbewahrt, inklusive verbotener Magie. Allerdings darf nichts davon je an die Außenwelt dringen. Selbst wir Exegeten kennen die eigentliche Wahrheit nicht. Die Forscher, die dort arbeiten, sind in einer speziellen Einrichtung untergebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass die Forscher die Stadt im Prinzip nicht verlassen dürfen. Aber was will man an einem solchen Ort mit einem Hornraben? Die sind doch keine Seltenheit. Tja, es ist nicht so, als ob der Rat der Philosophen jemandem wie mir erklären würde, was sie mit den Sachen machen, die wir liefern. Aber von den Auftragslisten zu urteilen, die man uns zur Abarbeitung überreicht, handelt es sich dabei nicht gerade um Spitzenforschung. So viel kann ich sagen. Sieht für mich eher danach aus, als wolle man auf den Südkontinent übersiedeln. Wie bitte? Nun ja, wir liefern zurzeit hauptsächlich Tiere und Pflanzen, die eine hervorragende Nahrungsgrundlage bieten würden. Außerdem sind es allesamt sehr robuste und anpassungsfähige Arten, die auch in unwirtlichen Umgebungen überleben können. Dazu gesellen sich dann noch solche, die sich positiv auf die Boden- und Wasserqualität auswirken. Du hast recht. Das klingt ganz danach, als wolle man irgendwohin übersiedeln. Letzten Endes ist das alles nur Spekulation. Schließlich sehen wir Klauber nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was hier vor sich geht. Es könnte auch was ganz anderes sein. Der Transport ist unser Metier. Der Schutz des Wissens, ob groß, ob klein, soll unser Geschenk an die Zukunft sein.
Schön gedichtet. Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr für deine Hilfe erkenntlich zeigen kann. Aber ich muss jetzt wirklich wieder los. Die Arbeit ruht nie. Eine Sache noch. Wie der Zufall so will, suchen wir nach einem Weg in die tiefere Ebene. Könntest du uns da nicht mitnehmen? Also, wenn du schon dorthin unterwegs bist. Nein, tut mir wirklich leid. Das wird nicht gehen. Die Exemplare werden nach der Lieferung mit einem Fahrstuhl transportiert. Ich muss zwar persönlich runter, um den Papierkram für die Ladung zu machen, aber ihr werdet kaum als Träger durchgehen, wenn es nichts zu tragen gibt. Schade. Ein Versuch war's wert. Wenn ihr gut in Form seid, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Seht ihr den Weg dort? Der führt zu Stollen 33. Dort wird Material zur Erweiterung des Labyrinthos gewonnen. Es ist zwar nicht die sicherste Passage, aber man kann sie nutzen, um zum Medialzirkel zu gelangen. Von diesem Stollen habe ich noch nie gehört. Danke, das hilft uns wirklich sehr weiter. Nichts zu danken. Aber denkt daran, ihr handelt auf eigene Verantwortung. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, solltet ihr euch lieber einen anderen Weg suchen. Viel Glück. Ein Weg ist ein Weg und momentan sehe ich keine Alternativen. Also nehmen wir diesen Stollen doch mal unter die Lupe. So. Also, wo muss ich hin? Na, da hinten. Das kriegen wir hin. Ja, Iron, wir haben sehr viel Spaß. Also, zumindest ich gehe mal von aus Hybrid genauso. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß. Sonst würde ich nicht schon seit... Na gut. Spielen tun wir seit... Ja. 7 Stunden, glaube ich. 6,5, 7 Stunden. Von einem Dreh. Angefangen haben wir ja eher als geplant. Das muss Stollen 33 sein. Hörst du das auch? Ich glaube, der Stollen ist nicht unbewohnt. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Ich denke, wir müssen morgen durchsuchten. Ja gut, das kann ich tatsächlich nicht, aber ein bisschen kann ich. Ein bisschen kann ich noch. Und pass auf, wohin du trittst. Der Boden ist hier heimtückisch. Lass uns lieber nichts überhasten. Lassen wir mal so. Immer noch Level 80er Quest? Naja, okay. Sagen wir mal nicht zu.
Wenn du bereit bist, können wir mit den Erkundungen des Stollens beginnen. Wir sollten uns dabei aufteilen, um wenig Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Zum Glück gibt es Ausweichplätze zum Ausweichen, falls es doch zum Kampf kommen sollte. Wenn wir den Stollen passiert haben, treffen wir uns wieder auf der anderen Seite. Das wird bestimmt aufregend. Bestimmt wird es das. Wirklich not. So. Darf ich jetzt wieder aufsitzen? Danke. Komische Viecher. Weiter geht's. Noch tiefer in die Mine. Beziehungsweise geht's schon wieder raus. Da warten sie auch schon wieder alle. Pärchen. Wie ich sehe, hast du es auch unbeschadet durch den Stollen geschafft. Aber das Abenteuer hat sich gelohnt. Wir sind tatsächlich im Medial-Zirkel angelangt. Ganz wie Irenville es sagte. Soweit ich weiß, werden auf dieser Ebene hauptsächlich Nutzpflanzen angebaut und erforscht, die wichtige Nährstoffe enthalten. Wie Irenville bereits erwähnte, ist es durchaus denkbar, dass auch diese Pflanzen für eine mögliche Übersiedlung gezüchtet werden. Schauen wir uns doch gleich mal um. Wenn wir diesem Pfad folgen, sollten wir auch schon an der ersten Anlage ankommen. Die kennen sich aber erstaunlich gut hier aus. Auch nicht erstaunlich gut. Genomoos. Okay. Dahin lass mich, du kleines Genomoos. Wie will ich? Hüpf. Hüpf. Trauben. Okay, die Kürbisse könnt ihr behalten. Ah, richtig. Das muss Mirillas Agrarbotanik sein.
Im Labyrinthus werden allerlei Pflanzen gezüchtet und Anbaumethoden aus aller Welt erforscht. Und das ist der Ort, an dem das geschieht. Angeblich werden auch die Forscher, die hier in Labyrinthus permanent arbeiten, mit diesen wissenschaftlich optimierten Nahrungsmitteln versorgt. Manchmal findet man diese Lebensmittel auch auf der Agora. Wenn man nicht genau sagen kann, was man da vor sich hat und es zum Verzehr gedacht ist, stehen die Chancen gut, dass es hier unten seinen Ursprung hatte. Daher heißt es schon eh und je Vorsicht bei Gemüse ohne Namen oder Obst, das mit einer Auflistung des Nährwertgehalts serviert wird. Man weiß nie, was da genau auf dem Teller landet. Hier sind kaum Klauber zu sehen, aber alle wirken irgendwie gehetzt. Vielleicht haben wir Glück und jemand hier weiß, was es mit dieser großen Inventur auf sich hat. Wollen wir uns wieder aufteilen und umhören? Ich hatte eh keine Wahl. Sehr gut, ich denke ohnehin, dass du beste Chancen hast, etwas herauszufinden. Die Leute sind dir gegenüber irgendwie immer aufgeschlossener. Woran das nur liegt... Mal kurz gucken. Gut, dann machen wir einmal die Öhrchen wieder ab. Oh Gott. Und dann hören wir uns erstmal wieder um. Traubenpflückerin. Trauben. Hi. Oh, die Musik ist wirklich schön. Warum so mega idyllisch? Kiste genauer im Augenschein nehmen. Welche Kisten? Der Kisten. Die Suche nach den Kisten. Ich sehe eine Tomate. Die irre Tomate. Gibt's hier was umsonst? Auchi. Was? So immer das schon wieder war. Ja, Mimische. Faszinierend, nicht wahr? Aber sie sind nicht nur schön anzusehen. Die Blumen können auch direkt in unsere Seele blicken. Wir nennen sie Herzblüten. Herzblüten? Du hältst mich wahrscheinlich für einen Spinner. Nein, nein. Aber es ist wahr. Im Moment ist sie aschgrau. Vielleicht fühlt sie den Stress der Arbeiter um sie herum. Alle sind wegen der plötzlichen Flut an Aufgaben furchtbar gehetzt, musst du wissen. Wenn man guter Dinge ist, dann erstrahlen die Blüten in leuchtenden Farben.
Es ist wunderschön. Ist man aber verstimmt, dann werden sie dunkel und, naja, du siehst ja selbst. Ja, so dunkel sind sie jetzt aber auch nicht. Was genau hinter diesem Phänomen steckt, das wissen nicht einmal die führenden Botaniker schon. Weiß-grau. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Rätsel, was sich um diese Pflanze rankt. Sie sind zum Beispiel sehr langlebig, aber vermehren sich dafür nur langsam. In der Natur sind sie deshalb kaum zu finden. Wir würden ja gerne ihre Verbreitung aufzeichnen, aber sie sind so selten, dass wir nicht einmal wissen, wo ihr natürliches Habitat ist. Überhaupt haben wir bisher nur wenige getroffen, die von ihrer Existenz wussten. Aber alle hatten sie eine andere Bezeichnung für sie. Selbst ihren wirklichen Namen kennen wir also nicht. Nett. Oh Gott. Diese Pflanze ist so faszinierend, dass mein Botanikerherz geradezu danach schreit, sie eingehend zu erforschen. Aber momentan sind wir alle zum Transport abkommandiert. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich noch was erledigen muss. Hatte der Ruger denen etwas Interessantes zu erzählen? Eine Blume, die Gefühle wahrnehmen kann? Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Faszinierend. Das ist ja alles ganz spannend, aber es bringt uns nicht in der Frage weiter, was der Rat der Philosophen zu verbergen hat. Wir stehen mit leeren Händen da. Stimmt schon. Ehrenwils Vermutung, dass man Nahrungsmittel hortet, scheint sich zu bestätigen, wenn man die Aktivitäten hier betrachtet. Aber selbst die Klauber schienen nicht zu wissen, welcher Plan dahinter steckt. Wenn wir doch nur die Ratsmitglieder selbst fragen könnten. Die würden euch aber wahrscheinlich keine Antwort geben. Sagt mal, das ist doch der Eingang zum Archeon. Ah, Archeon heißt es, okay. Wir versuchen uns das zu merken. Den kennen wir doch. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das unser Freund Ehrenwill. Ehrenwill. Schwer zu sagen, aber es sieht so aus. Er meinte ja, er müsse runter, um noch Papierkram zu erledigen. Sieht mir aber gerade nicht nach Papierkram aus. Hat er nicht auch erwähnt, dass er auf Anweisung des Rats arbeitet? Folglich müsste er seine Berichte doch bei einem Ratsmitglied abliefern. Oder jedenfalls jemandem, der mit einer solchen Person in Verbindung steht. Du willst ihn doch nicht etwa belauschen gehen? Nein! Nicht doch, Alfimo. Ich will mir nur ein wenig die Beine vertreten. Und keine Sorge, Ehrenwill wird keine Schuld treffen. Mhm. Wenn dir das zu heikel ist, kann ich mich auch alleine umsehen. Schon gut. Ich will selbst herausfinden, was Vater zu verbergen hat. Und mir ist klar, dass er es nicht freiwillig preisgeben wird. Falls wir etwas hören sollten, was uns nichts angeht, können wir uns immer noch aufrichtig entschuldigen. Aber wir brauchen jetzt alle Informationen, die wir kriegen können. Also rein theoretisch geht es hier das Ganze komplett gar nichts an. Wo es sich geht. Also eigentlich, ne? Das ist so ein bisschen hinfällig. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und? Ja. Ja, Kriele ist gerade ein bisschen... Aurora. Ja, startet schon eine ganze Weile die Pflanzen an. Kriele? Ja, sicher.
Klingt gut. Schön, dass du das auch so siehst. Mhm. Ehrenwill scheint sich auf den Weg machen zu wollen. Schnell zum Eingang, bevor er weg ist. Beinahe hätte ich dich erreicht. Was? Alles okay mit der Krilo? Krilo wirkt irgendwie geistesabwesend. Ich hoffe, alles ist in Ordnung mit ihr. Aber darum müssen wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir erst einmal unauffällig Ehrenwill befolgen. Unauffällig. Eine große Gruppe. Unauffällig.